Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Marsch, Version 1.4. Wir werden mal ganz kurz noch Mais machen. Gemütlich, aber flott. Ja, hier haben wir ein bisschen vor. Also der Rest ist, naja, bald erledigt. Also ich daran denke, was wir vorher alles hatten. An Fläche. Nur ein Bruchteil von dem, was wir vorher hatten. Jetzt geht das dem Ende entgegen. Anführungszeichen Ende, ne? Oh, jetzt geht Licht an, oder Licht. Und war da Licht angemacht. Punktlich um 19 Uhr. Sehen hier, ne? Der andere Fuß ist schon da. Der von denen hier. Stellen wir genau auf den Weg, oder der andere kommt noch nicht. Der andere kommt noch nicht. Der kommt noch nicht. Also muss gepflügt werden. Aber dann meistens nochmal. Aber man kann auch Flügen deaktivieren. Ne? Also wer das nicht machen möchte, der kann sich durchaus das einsparen. Aber wir flügen irgendwann mal. Schau mal, wenn man den Dings. Das kann der Kurs ja alle machen. Das ist das gut. Das ist ja das Schöne bei so einer Aufgabe, der Kurs bleibt ganz alleine hin. Nur abfahren, das klappt aktuell nicht. Mag schon sein, dass es besser geworden ist, aber aktuell, letztes Mal, was ich gefahren habe, auf der Touring-Karte, lief es auf langen Strecken, groß und ganzen sehr gut. Aber schlecht lief es, wo die Strecken kurz waren. Ne? Da lief es immer schlecht. Aber gut. Ja. Normalerweise hätten wir uns einen Helfer gehabt, so wie jetzt. Das gleiche im Grün. Auch alleine fahren müssen. Und die Originalkarten sind ja alles ein bisschen kleiner. Und da gibt es auch andere Preise. Und wir müssen hier ein bisschen auf Masse schauen. Sonst verdienen wir hier nichts. Haben wir den nächsten voll, ne? Dann schicken wir gleich los und dann. Oh, ist das die Sonne oder ist das der Mond? Schon Herbst geht verdammt. Oh ja, Zeitumstellung her. Machen die das hier auch? Winterzeit, Sommerzeit? Warum ist das früh so lange dunkel? Ah. Also im Herbst 19 Uhr ist auch schon dunkel jetzt. So, Anna wird schon warten. Da kommt der ja nie hoch. So. Ein Gas weg.
10 km/h. Das wollen wir nicht so haben, ne? Wir wollen ein bisschen mehr haben, ne? So 30, 80 so in den Dreh, ne? So, wieder reicht schon gut. Vielleicht den zweiten nehmen. Machen wir dann am besten. Ach so, ja, wir fahren ja nicht selber. Ich hab kein Schiebeschild. Müssten ein bisschen platt fahren, ne? Ein bisschen verdichten, damit wir besser rüberkommen. Juckt. Im Bett weg, ne? Hört man ja nix. Plattfahren, platt. Diesen Hügel noch ein bisschen wegfahren hier. Der steckt. Achso, der andere, ja. Das dürfte ja mal reichen. Sollten die anderen auch überkommen. Und auch damit. Wir müssen ja links fahren. Gas wegnehmen. Ist ja eh. Aber drinne. So. Und Richtung Heimat. Ja, das ist gut, ne? Ein stehen lassen und schon haut keiner mehr ab. So, upp. Jede Runde 150 Kubik ungefähr, mal ein bisschen mehr. Liter in dem Fall hier. Den Mod, den man gab für LF17, für
Gewichtsangaben in entsprechende, ja, was ist, ne? Weil 50.000 Kubik sind natürlich keine 50.000, keine 50 Tonnen, je nachdem was es ist. So schwerer oder leichter. Die meisten Fällen sind leichter. Klar, der Anhänger voller Stroh kann nicht das gleiche wiegen wie der Anhänger voller Korn. Das muss ja ein anderes Gewicht ergeben. Leichter oder schwerer ist ja eine Frage, aber das ist. Hier steht was von aktuell 25 Tonnen Gesamtgewicht. Ob das stimmt, ist ja eine Frage. Leute, der Mais geht am Ende hingegen. Ende ist zu sehen. Wenn es noch nicht lange dauert, noch ein bisschen dauert, aber die Aufrufe wieder. Haben wir einen Tag voll, wollen wir jetzt einplanen. Also Maisernte hat schon einen Tag gebraucht. Also voll einen Tag. Wenn wir auf 3 Tage umspringen, dann müssen wir vornherein sagen, Erntezeit heißt auf 1 fahren lassen, laufen lassen. Ist aber machbar, wie ich meine. Weil Getreide läuft ja parallel. Oder mit mehreren Maschinen. Und wir kommen ein bisschen voran. So, wir lassen auf 6 Tage. Denn wir haben noch 2 Tage im Herbst Zeit. Wir hätten also. Wir könnten also morgen auch noch ernten, ne? Also von der Warte her, wir morgen auch noch. Also 6 Tage im Herbst könnten wir ernten, ne? Und nein, wir machen noch 3 Tage. Wie gesagt, die Aussaat erfolgt ja auch mit mehreren Maschinen. Das andere auch alles. Eigentlich kein Problem geben. Und sollte es im nächsten Jahr mit 3 Tagen nicht reichen, können wir im nächsten Jahr umstellen auf 6 Tage. Aber ich denke mal so, Tiere machen wir nachts überwiegend. Tagsüber machen wir die Ernte. Und das wird schon gehen. Natürlich können wir auch die Ernte nachts machen, aber das macht es ja besser im Hof, wenn Licht brennt, ne? Als wenn wir jetzt hier im Dunkeln uns rumkämpfen. Aber hier machen wir es noch fertig. Deswegen fahren wir auf 1. Und hier auf 2. So. Komm, lauf mal ein bisschen schneller hier. Mach dir mal Licht. Jo, Freudentrunk. Da muss ich aufpassen. Da muss ich den zweiten erstmal entlassen. sonst haut er ab. Das wird schlecht. So. Jetzt haben wir schon 7:45 im Spiel. 17 Uhr in der Ehrenzeit. Wahnsinn. Zeit vergeht schnell. Ich überschlage. 6. Folge. Das heißt, das sieht gut aus. Nur ein Glas Wasser holen. So Cola ist gut. Fahr doch freiwillig weiter. Noch entschieden. Jo, Herbst. Ja, Herbst ist schön. Was sagt der Wetterbericht?
Jo, Wetterbericht sagt, hier ist Wetterbericht. Trocken. Trocken für heute. Für morgen auch noch trocken. Also die Rübenernte sollte klappen. Und auch die Ernte für Kartoffeln sollte nicht in Gefahr sein. Sollte. Dann kriegen wir im Winter wenn Schnee. Jetzt wollen wir mal weiß werden wahrscheinlich. So, was machen Tiere? Die Tiere sind jetzt wieder schon Bedürfnis zum Füttern. Und Wasser haben sie auch noch. Die fressen gar nichts für die drei. Die führen sie einsatz. So. Unser großer Stall haben wir. Oh, wir haben eine Ferkel. Oh, viele Ferkel. Wir bauen noch einen zweiten Stall. So, hier Kühe. Kühe haben sauber, sie haben Wasser, sie haben Futter, Stroh. Futter haben sie auch noch. Sollte keine Gefahr sein. Haben wir Kälber? Also vom Gewicht her ist keiner zu sehen. Aber 0,3, 0,2. Auch noch gar nicht. 0,4, ja. 0,2. Ups. So, nehme ich aber. Ey, vorbeigefahren. So, das soll es für heutige Folge gewesen sein. Kurzer Überblick über unseren Stand der Versorgung her. Tiere, keine Gefahr, die können wir morgen früh machen. Wettermäßig sieht es auch gut aus. Wir können dann locker weiter ernten. Später Kartoffeln und Rüben. Sollte funktionieren. Dann sage ich hier mal Tschüss um den Winkel. Ciao, ciao. Ich danke mal fürs Reinschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Tschüss.